Ich bin mal wieder in die Luft gegangen und damit herzlich willkommen hier beim Yappercat, Leute. Ihr seht sie schon hier rumfliegen, das ist die Mohawk-Drohne von Auki, die ich ja vor kurzem auch hier im Kanal verlost habe. Und ich hoffe, Fabi, du hast viel Spaß mit der Drohne. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt nochmal hier mein genaues Review und erzähle ein paar Sätze zur Drohne selbst. Und da habe ich sie schon in der Hand, die Mohawk-Drohne. Ihr seht schon, von der Größe her mittelgroß, eine absolute Einsteiger-Drohne, sehr leicht zu fliegen und ja, ohne Schnickschnack, ohne Kamera, einfach nur losfliegen und Spaß haben ist hier die Devise. Schauen wir direkt mal auf die Unterseite, denn da verbirgt sich dann der wechselbare Akku. Das ist natürlich immer gut, wenn man den austauschen kann, denn wenn er aufgeladen ist in circa einer Stunde, kann man hier mit 10 Minuten fliegen. Insgesamt haben hier 780 mAh drin und wer länger fliegen kann, kauft sich einfach noch ein paar Ersatzakkus und legt die dann hier ein und der Flugspaß kann direkt weitergehen. Einmal hier die Verbindung noch schließen. Und dann sieht man auch schon durch das Blinken, dass hier die Drohne flugbereit ist. Und da sieht man auch schön, dass wir hier vier Positionslichter haben. Einmal diese grün-gelben auf der Vorderseite und auf der Rückseite natürlich nochmal zwei, nein sogar drei rote sind sie auf der Rückseite, damit man auch während des Fliegens immer gut erkennen kann, wo ist denn hier vorne und hinten. Kann man natürlich auch hier an den Rotoren erkennen. Vorne sind die gelb und hinten sind die grau. Und sollten die schönen Rotoren doch mal beschädigt werden, wenn ihr die Drohne irgendwo gecrashed habt, kein Problem. Ein kompletter Vierersatz wird hier nochmal mitgeliefert. Und was braucht man natürlich noch, bevor es dann losgeht? Logisch die Fernbedienung. Und da haben wir das Teil schon. Hinten kommen einfach vier Doppel-A-Batterien rein. Dann ist die direkt startklar und einmal einschalten. Und wer meinen Test der günstigen Kameradrohne gesehen hat, wer nicht, dem habe ich das hier unten nochmal verlinkt. Dem kommt hier dieses Display schon verdächtig bekannt vor, oder? Dann muss man nur noch einmal Gas nach vorne, nach hinten machen. Verbindung zur Drohne ist dann hergestellt und dann könnt ihr direkt losfliegen. Wir haben hier also einmal den Gashebel sozusagen, damit gibt man dann Gas für nach oben und unten zu fliegen. Hiermit machen wir die seitlichen und die vorderen und Zurückbewegungen, also nach vorne fliegen, seitlich fliegen und das Drehen macht man dann hier mit dem Gashebel auch durch Hin- und Herbewegen einfach. Und wir haben zusätzlich zu diesen ganzen Einstellungen noch einen kleinen Stunt-Modus, denn die Drohne hier kann nach vorne flippen, nach hinten flippen, also Salti machen nach vorne und hinten und auch nach rechts und links. Einfach dafür einmal hier die Richtungstaste reindrücken, das ist dann nochmal ein extra Button und dann einfach die Richtung auswählen, in die es gehen soll und die kleine Drohne macht den Trick. Funktioniert echt einwandfrei, die ist ziemlich idiotensicher, muss ich sagen. Sie hat auch noch eine Rückkehrfunktion, die haben hier oben auf dieser einen Schultertaste. Wenn ihr die drückt, dann fliegt ihr einfach nur gerade zurück und finde ich jetzt nicht so besonders sinnvoll, denn wenn ich schon ein bisschen hin und her geflogen bin und die kommt dann nun mal gerade zurück, dann knallt die auch mal gerne irgendwo rein. Aber okay, ist eben dabei die Funktion und natürlich kann man hier dann nochmal mit diesen vier Hebelchen das Ganze etwas trimmen. Sollte sie mal in die ein oder andere Richtung etwas abdriften, dann stellt man das einfach passend ein, dass die hier schön immer auf Position bleibt. Viel mehr gibt es schon gar nicht mehr hierzu zu sagen. Ich bin mit der Drohne rumgeflogen, hat bei mir auf Anhieb funktioniert, ist eine wirklich schöne Einsteigerdrohne, fliegt sich sehr einfach, sehr agil, lässt sich gut kontrollieren und durch diese Positionslichter kann man echt immer gut erkennen, ob man gerade nach vorne oder nach hinten fliegt. Und allzu weit kann man mit der Drohne eh nicht fliegen, denn die hat eine Reichweite von etwa 130 Metern und ich sag mal, dann kann man die eh schon nicht mehr gut erkennen, also eh in Sichtweite fliegen ist hier das Credo und das funktioniert einwandfrei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wer eine günstige Einsteigerdrohne sucht und die sollte dann auch nicht allzu klein sein, also so mittlere Größe, man kann es ja hier schön sehen, wie groß die ist, der kann hier gerne zugreifen, kostet 45 Euro, den Amazon-Link, den packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung und dann bekommt ihr eine schöne kleine Einsteigerdrohne mit guter Steuerung und die kann auch was ab, denn natürlich habe ich die auch schon mal gecrashed, allerdings nur drin. Und das soll es dann gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Video hier bei mir, Yappercat. Macht's gut.